In der Flut der ganzen Corona-Meldungen, da ist eine medizinische Weltneuigkeit fast untergegangen. Zum ersten Mal belegt eine klinische Studie spektakuläre Heilungserfolge bei chronischen Wunden. Eine Ursache für die jährlich bis zu 80.000 Amputationen von Gliedmaßen in Deutschland. Vor allem Diabetiker sind betroffen. Und für die neue Heilungsmethode wird keine gewöhnliche Medizin angewandt, sondern ein Cocktail aus elektrisch geladenen Teilchen. Man nennt ihn Plasma, von der Natur abgeschaut. Wenn die Sonne tausende Tonnen Materie, Gase und elektrisch geladene Teilchen Richtung Erde schleudert, können wir solche Ereignisse mit bloßem Auge sehen. Polarlichter sind sichtbare Plasmaströme. Sie können im Labor nachgeahmt werden. Aus Edelgas und elektrischem Strom wird Plasmastrom, ein energiereicher Teilchencocktail, der lebende Zellkulturen beeinflussen kann. Ich habe auf der einen Seite die Möglichkeit, Zellwachstum zu stimulieren, das heißt zu fördern. Und auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, die bakterielle Belastung zu vermindern. Das eine bedeutet abtöten, das andere bedeutet stimulieren. Die stimulierende Wirkung ist nun erstmals wissenschaftlich nachgewiesen worden. Diabetespatienten mit chronischen, teilweise stark schmerzenden Wunden an den Beinen wurden über 2 Wochen insgesamt 8-mal mit sogenanntem Kaltplasma behandelt. Da hat man gezeigt, dass also die Wundgröße sich in dieser Zeit verkleinert hat, deutlich verkleinert. Und dass auch in kürzerer Zeit eine Verkleinerung der Wunde zu beobachten war. Innerhalb weniger Wochen begannen Wunden sich zu schließen, die zuvor teilweise über Monate hinweg nicht heilen wollten. Was spürt der Patient von der Behandlung? Kein Schmerz, kein Stechen, gar nichts. Plasma, die Arznei nach dem Vorbild der Natur, hat keine Nebenwirkungen. Allein deshalb gilt sie schon als eine medizinische Revolution. Um größere Wunden effizienter behandeln zu können, werden bereits verschiedene Geräte und Plasma-Wundauflagen getestet. Mehr über diese vielversprechende Therapie erfahren Sie dann um 21 Uhr bei Hauptsache gesund, hier im MDR Fernsehen. Ein erfolgreiches Ost-West-Projekt ist in der Corona-Zeit fast ein wenig untergegangen. Vor wenigen Wochen wurde eine Studie veröffentlicht, in der es um spektakuläre Behandlungserfolge bei chronischen Wunden geht. Forschende aus Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen ließen sich dabei von einer Naturerscheinung inspirieren. Kameras der NASA beobachten eine Sonneneruption. Millionen Tonnen elektrisch geladener Teilchen werden ins All geschleudert. Am 7. Juni 2011 nimmt der Teilchenstrom direkten Kurs auf die Erde. In den Polarregionen ist dieses Ereignis mit bloßem Auge wahrzunehmen. Polarlichter, es sind Ströme ionisierten Gases, auch Plasma genannt. Solche Naturerscheinungen werden hier im Greifswalder Institut für Plasmaforschung nachgeahmt. Die Teilchen eines Gases, in diesem Fall Argon, werden über eine elektrische Spannung aufgeladen. So wird das Gas zum Plasmastrom. Trifft der auf lebende Zellkulturen, kann er zweierlei auslösen. Ich habe auf der einen Seite die Möglichkeit, Zellwachstum zu stimulieren, das heißt zu fördern. Und auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, die bakterielle Belastung zu vermindern. Das eine bedeutet abtöten, das andere bedeutet stimulieren. Dass menschliche Zellen mithilfe energiereicher Strahlung beeinflussbar sind, macht sich die Medizin zunutze. Diabetiker leiden häufig unter chronischen, oft sehr schmerzhaften Wunden. Herkömmliche Therapien bleiben monatelang ohne Erfolg. Jetzt ist die heilende Wirkung von Plasma in einer klinischen Studie erstmals wissenschaftlich nachgewiesen worden. Mitte Juli wurde sie in den USA publiziert. Eine Gruppe Patienten erhielt jeweils 8 Behandlungen mit dem Plasmastift. Innerhalb von nur 2 Wochen wurde das Ergebnis sichtbar. Da hat man gezeigt, dass also die Wundgröße sich in dieser Zeit verkleinert hat, deutlich verkleinert. Und dass auch in kürzerer Zeit eine Verkleinerung der Wunde zu beobachten war. Es sind natürliche Kräfte, die hier wirken. Ein Gemisch aus Teilchen, das beim Austritt aus der Düse eine Temperatur unter 40 Grad Celsius hat. Was spürt der Patient während der Behandlung? Gar nichts. Kein Schmerz, kein Stechen.
Die Behandlung mit dem Plasmastift dauert etwa eine Minute pro Quadratzentimeter Wunde. Es kann lange dauern, falls die Wunde größer ist. Um effizienter behandeln zu können, werden in den beteiligten Kliniken inzwischen verschiedene Geräte und Plasmawundauflagen getestet. Und der Leiter des Leibniz-Instituts für Plasmaforschung in Greifswald ist heute hier bei mir im Studio. Schönen guten Abend, Herr Professor Weltmann. Seien Sie gegrüßt. Sie sind ja sehr daran beteiligt, dass die Plasmaforschung in der Medizin auch Fuß fassen kann. Was begeistert Sie denn persönlich so an Plasma? Also der Begriff Plasma sagt es eigentlich schon, es ist das Formbare. Und wir haben hier ein Gas, das man aus verschiedenen Bestandteilen zusammensetzt. Und je nachdem, welche Indikation wir anfassen wollen, wo es also die Reise hingeht, können wir dieses Plasma formen. Wir können die Zusammensetzung machen wie bei einem Cocktail, den ich verschieden mixen kann. Und das ist das wunderbar Interessante dabei. Also deutlicher Unterschied zum Laser eigentlich, den wir in der Medizin ja schon länger kennen. Das Plasma ist komplett was anderes. Nicht ganz komplett, aber das Plasma hat mehrere Möglichkeiten, also mehr Möglichkeiten als ein Laser, der doch sehr punktuell arbeitet, beziehungsweise mit einer Wellenlänge. Und wir haben also Möglichkeiten, mit dem Gas, mit den Teilchen, die da drin sind, zu spielen, mit der Wellenlänge zu spielen. Das eröffnet ganz andere Möglichkeiten. Jetzt haben Sie einige Maschinen mitgebracht, wie man das Plasma auf den Körper bringen kann. Vielleicht können Sie einige mal vorstellen. Ja, ganz kurz. Wir haben also weitere Prototypen dabei. Auch so ein punktförmiges Plasma, was im Endoskop dann versteckt sein wird, womit man also in die Nasenhöhlen zum Beispiel, in die Stirnhöhlen oder andere Körper öffnet. Das gebe ich Ihnen mal. Ja, also das ist ja so etwas, das kennt man ja aus der Darmspiegelung. Ne? Das ist jetzt aber noch ein bisschen feiner. Ja. Und damit kann man beispielsweise reingehen jetzt in die Nase, um was Nasennebenhöhlen wegzumachen? Oder nein, so? Es geht einfach darum, diese beiden Punkte, die ich genannt hatte, auch in dem Filmbeitrag, Sie können einmal die Keime abtöten, also bakterielle Last vermindern. Mhm. Und Sie können als zweites die Zellproliferation stimulieren, also Zellteilung machen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben nicht nur Desinfektion, sondern wir können auch beispielsweise in der Zukunft vielleicht an Tumorzellen rangehen. Genau, und das ist auch der Punkt, der die Studie bewiesen hat. Das wurde wissenschaftlich vorhergesagt, aber jetzt durch die Studie ist es auch bewiesen in der Praxis. Wenn man das Ganze jetzt nicht punktuell machen möchte, sondern flächig, haben Sie auch Geräte dabei? Ja, letzter punktueller Punkt ist noch für den Zahnarzt. Oh. Auch sowas gibt es. Ansonsten gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist einmal diese Geschichte, das ist ein Pflaster aus Silikon. Mhm. Das ist für kleinere Flächen geeignet. Es gibt für größere Flächen die Möglichkeit, das mit Textil zu machen. Das sieht man hier mal. Das ist so eine kleine Auflage. Und das Ziel ist eigentlich, in Richtung chronischer Wunden zu gehen, beziehungsweise Brandopfer. Und dann bin ich bei so einer großen Fläche, die ich dann natürlich auf die Körperoberfläche auflegen kann. Das Plasma zündet dann auf diesem Drahtgeflecht, was ich hier aufgezeichnet habe. Und Sie haben damit diese Wirkung, die Sie sonst mit einer punktförmigen Quelle haben. Und damit ist eigentlich das Ensemble komplett. Das Ganze ohne Nebenwirkung? Es sind geringfügige Nebenwirkungen, die man sehen kann. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine chronische Wunde, ich möchte eine Plasmatherapie, an wen wende ich mich? Also der erste Ansprechpartner ist normalerweise der Hausarzt oder der Dermatologe, der in der Gegend ist. Es ist genug eigentlich publiziert worden, auch in wissenschaftlichen und medizinischen Journalen, sodass Sie die Option der Behandlung eigentlich mit diesen Ärzten besprechen sollten. Also heute schon verfügbar. Vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen lieben Dank.